Die Volkshochschule Saarbrücken hat Sie kürzlich als neue Dozentin in Sachen Kunst engagiert. Daliana Antize, eine Georgierin, die sich in ihrer Heimat in Tiflis einen Namen gemacht hat. Die besondere Leistung in mehrjähriger Arbeit hat sie eine jahrhundertealte Kirche innen bemalt. In Saarbrücken, ihrer neuen Heimat, wird morgen Abend im Volkshochschulzentrum eine Ausstellung mit einem Querschnitt ihrer Bilder eröffnet. In der Wandelhalle der barocken Stengelbasilika in Saarbrücken St. Johann ist in den letzten Wochen georgische Kunst entstanden. Daliana Antize, in ihrem Heimatland eine der bekanntesten Malerinnen, hat einige Wände mit christlich-orthodoxen Motiven verziert. Dieses Bild ist ein Geschenk von ihr an die Kirchengemeinde, als Dank dafür, dass sie diesen für sie ehrenvollen Auftrag erhielt. Die Georgierin begann in Tiflis bereits als 17-Jährige mit professioneller Malerei. Dort schloss sie die Kunstakademie mit Auszeichnung ab. In ihrer Heimatstadt erhielt sie den Auftrag, eine über 1000 Jahre alte Kirche innen vollständig auszumalen. 3 Jahre hat sie dafür gebraucht. Seit 3 Jahren lebt Daliana Antize in Saarbrücken. Sie ist Dozentin für Ikonen- und Aquarellmalerei an der Volkshochschule des Stadtverbandes. Dort werden ab morgen Abend Werke der letzten Jahre gezeigt. Es sind vorwiegend Motive aus ihrer georgischen Heimat, aber auch Landschaftsbilder aus Europa, Stillleben und Porträts in unterschiedlichen Maltechniken. Das war für heute der aktuelle Bericht. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse.